Gute und herzlich willkommen bei Querschnitt Nein Danke. Heute gibt's wieder was Neues und zwar von der Baustelle. Welche? Das werdet ihr gleich sehen. Hey ihr Lieben, ja, heute gibt's ein Update oder beziehungsweise ein Baustellenbegehungsvideo. Und zwar geht es endlich voran mit unserem Bad. Mein behindertengerechtes Bad. Wunderbar. Endlich nach 2 Jahren oder so. Kampf und Schweiß und Papiere. Geht es jetzt endlich voran. Auch von der finanziellen Seite ist jetzt ein bisschen was zusammengespart und noch zusammengeholt worden. Aus der Familie und alles nochmal. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es hier endlich los. Es wird aber nicht der Umbau des kleinen Badezimmers, was ich euch nochmal zeige, was aktuell gerade unser Badezimmer ist, sondern das Zimmer daneben, das war mal ein Wohnzimmer. Das haben wir jetzt geopfert und das wird jetzt das neue Badezimmer. Vorher hatten wir 4 Quadratmeter und jetzt haben wir 12,5. Also es ist schon ein ordentliches Bad. Aber auf jeden Fall endlich genug Platz, damit auch ich duschen kann und mich hier bewegen kann. Ach, einfach traumhaft. Ich freue mich. Die Arbeiten, die werden jetzt diese Woche sehr wahrscheinlich losgehen. Mit Trockenbau, Boden, Decke, Elektrik, alles was so dazu gehört. Und zum Schluss natürlich die Fliesen und die Montagearbeiten. Und dann habe ich mein Bad. Aber ganz wichtig, ich werde euch jetzt erst einmal rumführen. Dazu werde ich an den Eingang wandern, der da drüben ist. Da, wo ihr gerade die Tür seht, dort gehe ich mal hin und roll hin und führe euch mal durch. Also, wir kommen vom Flur, der momentan auch noch ein bisschen Baustelle ist, da wir einen Rohrbruch hatten. Ist hier auch kein Bodenbelag mehr drin und das muss auch noch alles neu. Doch, das kommt dann auch erst zum Schluss, wenn das Bad dann fertig ist. Macht vorher keinen Sinn. So, wir kommen auf jeden Fall ins wunderschöne Wohnzimmer, also Badezimmer, zukünftige. Die Tür ist auch breit genug. Das sind 80, also top für mich. Da ein Lichtschalter, der wird auch noch weiter runter versetzt. Der ist über 21, dort wo der Strich ist, ist 21, dort wird er noch runtergesetzt, auch für mich griffbereit. Dann haben wir hier 2 Waschbecken. Die Konsolen, Montage, Ständer, die wurden auch schon so weit erhöht, dass ich meinen Rollstuhl drunter passe. Das ist der Trockenbau. Da kommt dann da ein Badspiegel hin und da ein Badspiegel direkt vorne dran, dass ich auch wirklich mal reinschauen kann und mich mal wieder richtig fit machen kann. Wichtig ist natürlich, dass ich hier drunter komme. Ich habe hier 2 Hand, könnte man sagen, frei. Das Waschbecken wird ja so ungefähr dann sein. Ich habe dann immer noch genügend Platz darunter. Aus dem Grund, ich könnte es natürlich noch ein bisschen tiefer machen, aber gehen wir mal von aus, es wird doch schlimmer bei mir und ich müsste vielleicht sogar auf einen elektrischen Stuhl umrüsten, der dann vielleicht auch ein bisschen höher ist als meiner und dann ist wenigstens vorgesorgt und ich komme noch darunter. Auch da oben drauf kann ich alles machen momentan. Die Höhe habe ich jetzt aus dem Krankenhaus genommen und mit der konnte ich sehr, sehr gut arbeiten. Dann habe ich direkt hier vorne meinen Spiegel. Ach, wunderbar. Die Decke wird noch abgehängt. Da kommen dann Spots rein, also Lichtkugeln. Und dann wurde hier schon, dann wurde hier schon die Heizungsrohre verlegt. Dann kommt dann hier so eine Handtuchheizung hin. Erstens habe ich es hier schön warm. Das ist mein Waschbecken. Also alles soweit griffbereit.
Und dort ist der Duschbereich. Da ist da oben unsere Duschbrause. Dort, nee, warte mal, Entschuldigung, dort ist die Duschbrause und das ist die Regendusche. Eieiei, ich erzähle Zeug. Und dort unten ist extra nochmal ein Anschluss für eine Fußdusche. Das ist ganz lustig, diese Armatur. Gab es sehr, sehr günstig bei eBay. Bei einem Bauhaushändler hätte ich mehr bezahlt, also das doppelte Treufahrer. Nur mal so als Tipp. Und die Dusche, die wird 1,60 Meter lang und knapp 21 breit. Also so wie ihr es hier schon sehen könnt, so wird dann auch die Dusche. Wird dann abgetrennt mit einem Glas, so dass ich dann ohne Probleme reinfahren kann. Also echt traumhaft. Dann geht's weiter. Dann kommt hier die Toilette hin. Da wird auch noch der Rigipsbau. Der wird komplett bis zur Wand hochgezogen. Die Fliesen dran. Und rechts davon. Also dann links, wenn man richtig auf dem Top sitzt, kommt ungefähr da dann der Griff, so ein Toilettenarm hin, dass ich mich da nochmal abstützen kann. Hier vorne kann ich dann ohne Probleme meinen Rollstuhl ranfahren, dann umsetzen und dann kann ich mich da festhalten. Im Endeffekt war es das schon mit dem Bad. Das ist eigentlich ganz einfach nur ein Bad. Aber für mich so eine Freiheit und so eine Selbstständigkeit, die ich dann wieder erlange, einfach traumhaft. Momentan sieht es hier noch echt wüst aus. Am Freitag, warte mal, am nicht Freitag, sondern Donnerstag kommt noch ein Freund vorbei, der dann die Baustelle hier komplett aufräumt. Dann danke ich hierfür schon mal. Und dann können die Firmen hier loslegen. Ab Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Auf jeden Fall geht's endlich los. So langsam kommt echt alles ins Rollen. Jetzt fehlt nur noch der OP-Termin. Ich habe heute mal im Krankenhaus angerufen, natürlich. Habe ich da nicht den richtigen Arzt erwischt? Wie gesagt, ich warte noch auf den Rückruf. Auf den habe ich jetzt gebeten. Und dann mal schauen. Auf jeden Fall habt ihr hier schon mal einen kleinen Einblick. Ach, warte mal. Ich zeige euch noch mal das alte Bad. So. Auf jeden Fall war ja die Kasse die ganze Zeit nicht bereit zu zahlen bzw. uns den Zuschuss zu geben. Und auf den Besuch haben die ja ebenfalls nicht reagiert und auch per Anwalt keine Reaktion. Außer dieses Schreiben, dass es nicht wirklich vonnöten wäre, ne? Vonnöten wäre, dass ich diesen Umbau benötige. Entscheidet ihr mal selbst. So, ich komme ins Bad rein, habe hier eine Stufe. Beziehungsweise es war mal eine Stufe von knapp 8, maximal 10 cm. Die hat mein Bruder dann freundlicherweise weggeschlagen, gestemmt, sodass ich eine Schräge hier habe, um reinzufahren, weil ich hier schon öfters mal umgekippt bin nach hinten. Muss mich hier an diesem Griff festhalten, damit ich reinkomme. Und habe hier meine 4 Quadratmeter. Die Dusche ist natürlich mehr als nur behindertengerecht. Da komme ich jederzeit raus und rein, wie ich möchte. Das ist echt cool. Nämlich gar nicht. Das ist eine Toilettensitzerhöhung, damit ich großer Lulatsch auch wieder hochkomme. Und da ist das Waschbecken. Also einmal hier und die Kurve fahren. Dort habe ich mir auch einen Spiegel zusätzlich gekauft und montiert, damit ich wirklich mal was sehe.
Und tada, da ist mein Spiegel, den ich extra montiert habe, dass ich mich wenigstens auch sehe. Und das war's dann schon mit dem Bad gewesen. Also es ist wirklich nicht groß. Da den Griff, den hat auch noch ein Freund von mir noch angebracht. Aber das wäre in dem Bad halt einfach nichts gewesen. Weil halt schon diese Stufe am Eingang ist und die Größe hier, na, das ist einfach nichts. Deswegen haben wir jetzt den anderen Raum genommen. Das hier wird auf jeden Fall entkernt. Also Toilette, Dusche, kommt alles raus. Und dafür kommt dann die Waschmaschine hoch und dann wird es so ein bisschen Abstellraum, beziehungsweise viel Staubsauger und. Dass wir da so eine Art, ja, Waschraum haben. Und auch ich kann das dann eigentlich mal wieder machen. Ja, ich wasche gerne. Ich mag halt gerne selbst das alles in die Hand nehmen und machen. Naja, so gut es halt geht. Auf jeden Fall. Auf der Dame haben wir dann einen kleinen Einblick bei mir. Ihr werdet auf jeden Fall zwischendurch mal aus dem Bad sehen. Da lasse ich mal Bilder zukommen oder mal Kurzvideos. Auf jeden Fall. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ach ja, und ganz wichtig, Max, dich habe ich nicht vergessen.